Hallo und herzlich willkommen zur Webinaraufzeichnung vom Issinger Director Advanced Management Webinar. Ich hatte während der Aufnahme ein kleines Problem, das heißt, die ist nicht sauber durchgelaufen. Die Webinarteilnehmer werden feststellen, dass es sich nicht 100% deckt mit dem, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe nämlich alles nochmal neu aufgezeichnet jetzt, inklusive Präsentation und Live-Demo. Ich habe versucht, alles eins zu eins so zu übernehmen, wie es letztlich im Webinar war und auch die Fragen der Teilnehmer auch entsprechend zu hinterlegen. Wenn es sich nicht ganz deckt, es tut mir leid, aber ich denke, ich habe alle Punkte ganz gut mit überschaut und habe auch dann entsprechend noch ein paar Punkte zusätzlich mit reingenommen. Also man kriegt auf jeden Fall das mit, was ich initial machen wollte, auch das Thema mit der Integration mit Datenbanken etc., also die SQL-Importdaten, alles hier auch mit drin. Gut, dann will ich gar nicht länger da vorne weggreifen und wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Ja, dann einen schönen guten Morgen an alle Teilnehmer zum heutigen Webinar mit dem Thema Issinger Director Advanced Management. Von der Agenda her würde ich ganz kurz wie immer NetBase vorstellen, dann zwei, drei Worte zum Director sagen, sprich auf ein paar Features einfach hinten dran eingehen. Schwerpunkt des Webinars wird allerdings die Demo sein, also die Live-Demo dann, wo ich viele, viele Sachen zeigen werde. Und ich möchte mal vorneweg eine Frage in den Chat gleich stellen, ja, also, oder generell an die Teilnehmer stellen. Wer nutzt denn schon den Director und beziehungsweise wer hat ihn denn schon gesehen? Vielleicht ein bisschen Feedback, dass ich das ein bisschen mal interaktiver auch gestalten kann. Wenn Fragen sein sollten, die bitte gerne gleich einfach einkippen dann als Frage. Ich werde dann während des Webinars darauf eingehen und versuchen, so viel wie möglich auch zu zeigen. Zu NetBase an sich, wer sind wir, was machen wir? Wir sind ein Open-Source-Dienstleister mit Sitz in Nürnberg mit aktuell 50 Mitarbeitern und haben uns auf die Bereiche Open-Source-Systems-Management und Data-Center-Solutions spezialisiert, was im Prinzip vereinfacht ausgedrückt heißt, wir versuchen den größten Teil mit Open Source Technologie abzubilden, bieten aber natürlich auch Integrationslösungen dann gegebenenfalls oder Integrationsdienstleistungen an für kommerzielle Produkte etc., um einfach sicherzustellen, dass man sauber schon damit arbeiten kann. Wir veranstalten regelmäßig Konferenzen. Die nächste Konferenz wäre die Open Source Backup Konferenz im September in Köln, wo es rund um das Thema Open Source Backup geht. Und dann haben wir natürlich noch die Open Source Monitoring Konferenz, die von November bis Dezember stattfindet, wo es eben rund um das Thema Open Source Monitoring geht. Nicht nur Issinger, sondern natürlich auch andere Lösungen. Wir sind sehr stark in der Community aktiv, das heißt, alles, was wir in der Regel zusammen mit Kunden erarbeiten, wird auch als Open Source wieder veröffentlicht. Das heißt, bei uns gibt es kein Lizenzmodell, kein Subscription-Modell. Wir bieten natürlich Support an über Supportverträge und Dienstleistungen. Darüber finanzieren wir uns, aber so spezielle Module, für die man dann, sag ich mal, wie so ein Enterprise-Modell dann Geld ausgeben muss, damit man diese Module bekommt oder Plugins, wie auch immer, das gibt es bei uns nicht. Wir bieten auch Schulungen an, das heißt gerade im Issinger-Umfeld natürlich Einsteigerschulungen und eine erweiterte Schulung, dass man einfach so ein bisschen einen Überblick bekommt, was ist Issinger 2, wie arbeitet Issinger 2, was kann man damit tun, wie konfiguriere ich das, wie baue ich das auf etc., auch mit dem Thema Best-Practice-Ansatz. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Puppet auch mit drin, wo wir, sage ich mal, ein Stück weit auch hier, sage ich mal, Kunden natürlich auch unterstützen dann beim Aufbau. Also da bieten wir auch komplette Integrationsdienstleistungen an. So viel zu NetBase. Jetzt geht es erstmal darum, was ist denn der Issinger Director? Im Prinzip ist der Issinger Director ein natives Konfigurationstool für Issinger 2. Genauer gesagt, momentan das einzige Konfigurationstool, was uns bekannt ist, was Issinger 2 vollständig unterstützt. Was kann ich damit tun? Ich kann meine Konfiguration verwalten, sprich ich kann neue Hosts anlegen, neue Services anlegen. Ich kann die Konfiguration ausrollen. Ich kann Sync-Regeln erstellen, das heißt, ich kann mir externe Datenquellen anziehen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine CMDB habe, wenn ich eine Datenbank habe, einen LDAP-Server habe, Active Directory, wie auch immer, dann kann ich mir daraus Daten importieren. Ich kann das Ganze mit einer sauberen Versionsverwaltung hinterlegen. Das heißt, wenn ich eine Änderung mache, dann sehe ich ganz genau, wer hat wann welche Änderung gemacht. Ich habe dann einen schönen Diff drin zu den einzelnen Dateien. Und wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, kann ich auch zu älteren Konfigurationen zurückspringen, um sicherzustellen, dass mein Monitoring zumindest entsprechend läuft. Zu den Importquellen. Per Default unterstützt der Director drei Importquellen aktuell. Das ist einmal die Core API, das ist LDAP und das ist SQL.
Auf SQL werde ich heute im Webinar eingehen, wie man sowas einrichtet, wie man sowas baut, damit ich hier, sage ich mal, aus einer Datenbank, die ich jetzt lokal aufgesetzt habe, mir Daten importieren kann. Ich habe AWS-Integration, Filehooks und PuppetDB, die sind momentan noch nicht nativ im Paket mit drin, sondern die kann man extra installieren. Das heißt, ich kann bei AWS beispielsweise dann einfach diese Amazon Cloud kann ich da einfach dann mit reinnehmen. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass ich das hier integrieren kann. Ich habe die Möglichkeit, Filehooks zu hinterlegen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine CSV oder sonst irgendwas habe, dann kann ich die da auch mit reinladen dann. Also ich kann hier wirklich den Director erweitern, dass er mir eigene Protokolle, eigene Dateien, wie auch immer, importieren kann. Das muss ich gegebenenfalls selber bauen, beziehungsweise durch einen Dienstleister wie uns beispielsweise bauen lassen. Aber dann habe ich die saubere Möglichkeit, das alles sauber zu integrieren. Und ganz wichtiger Punkt, ich kann natürlich auch die PuppetDB inkludieren. Wir haben auch ein paar Kunden, die das schon nutzen. Das heißt, die nutzen den Director im Zusammenspiel mit Puppet, um alle Daten aus der PuppetDB zu importieren und daraus dann die Isinger 2-Config zu bauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Ganze live an, einfach damit wir mal schauen, wie der Director ausschaut. Ich sehe schon, dass viele hier den Director als Testphase nutzen, beziehungsweise in der Beta getestet haben. Und ja, wir schauen uns einfach mal, was der Director alles uns so für Möglichkeiten bietet. So, dann haben wir jetzt unseren Isinger Director. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel, wir haben momentan 10 Hostobjekte hinterlegt, ein paar Services und Kommandos schon, die wir uns aus der API initial beim Kickoff dann geladen haben. Wir sehen hier Benachrichtigungen, wir haben eine Vorlage definiert, wir haben keine Zeiträume, keine Benutzer hinterlegt. Das habe ich alles hier nicht drin, weil ich es bisher noch nicht gebraucht habe. Deployment können wir uns angucken, das heißt, hier können wir neue Konfigurationen ausrollen, Aktivitätslog, wer hat was gemacht, welche API-User gibt es, Endpunkte und Zonen, die wir hinterlegt haben. Wir haben dann das Thema Import-Datenquellen-Synchronisierung und Jobs. Das zeige ich dann später dann, was man hiermit machen kann. Wir haben Datenlisten bereitstellen und Datenfelder, die wir definieren können. Und als nächstes möchten wir natürlich anfangen, so ein bisschen das Thema zu konfigurieren. Das heißt, ich gehe hier mal auf Hosts. Da haben wir ja schon ein paar hinterlegt. Wir haben hier jetzt einerseits den Generic Host. Das ist ganz klassisch erstmal mein Standard-Template, wo mein Check-Kommando hinterlegt ist. Was wird ausgeführt, wenn der Host gecheckt wird? In welchem Intervall? Hier kann ich zum Beispiel eingeben 5M. Dann wandelt mir der Director automatisch in diese 300 Sekunden um. Ich habe dann die ganzen Isinger-Parameter, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, die Standard einfach sind, die der Director mir hier bereitstellt. Ich habe verschiedene weitere Properties wie Nodes-URL, Action-URL und hier unten dann noch die Einstellung, wo der Server läuft. Also sprich, ich habe hier jetzt mal die Isinger 2 Master-Zone. Ich habe hier ein Konstrukt aus dem Isinger 2 Cluster. Das heißt, das sind zwei Master, Isinger 2a, Isinger 2b. Und standardmäßig werden die Checks vom Master ausgeführt. Wenn ich jetzt ein Satellitensystem hätte, was an den Master reportet und innerhalb dieser Satellitenzone würde jetzt mein Host stehen, dann müsste ich hier angeben, Clusterzone Satellite 1 zum Beispiel. Das heißt, hier läuft dann der Check lokal in dieser Zone, also der Satellit führt dann diesen Check gegen den Endpunkt aus, reportet das gegen den Satelliten und der reportet es dann an den Master. Isinger 2 Agent steht hier auf nicht ausgewählt, da kann ich natürlich auch sagen nein natürlich. Das heißt, wenn ich das jetzt so abspeichere, dann habe ich hier jetzt mal meine Änderung. Das heißt, wir haben keinen Agent installiert, weil es das Generic Host Template ist. Hier sehen wir auch, ich habe jetzt eine Änderung gemacht, habe hier eine kleine orange 1. Das bedeutet, dass ich momentan eine Änderung gemacht habe, die noch nicht geschrieben wurde. Das heißt, da habe ich noch kein Deployment gemacht von dieser Konfiguration. Jede Änderung, die ich mache, wird hier angezeigt, erhöht diesen Counter dann um 1. Wenn ich hier eine blaue Zahl habe, bedeutet das, dass ich Pending Database Changes habe. Das heißt, das würde ich dann auch hier sehen mit einem großen blauen Knopf, ob ich die Datenbank updaten möchte. Das passiert mir dann, wenn ich auf eine neue Director-Version gehe, die auch keine Breaking Changes hat. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn eine neue Director-Version kommt, dann werden die ganzen Datenbank-Schematas hinten dran etc. so sauber gebaut, dass es hier keine Änderung gibt. Die Konfiguration von Isinger könnte sich gegebenenfalls ändern, was aber nur dann gegebenenfalls Schönheits, ja, Themen sind, beziehungsweise einfach Separierungsthemen. Vom Prinzip her sind meine Checks aber weiterhin gleich. Also da ändert sich nichts, wenn ich den Director update. Außer es steht explizit etwas dann im Changelog.
Wenn ich jetzt mir den Issinger Agent anschaue, da sehe ich dann, dass ich benutzerdefinierte Eigenschaften noch hinzugefügt habe. Das sind entsprechende Felder wie Bereitschaft, dass alles, wo der Agent oder das Agent-Template installiert wird, wird gleich die 8x5 Bereitschaft mit draufgepackt. Da habe ich hier noch 24/7 als Liste zur Auswahl und als Operating-System zum Beispiel Windows. Da ich erstmal nur auf Windows-Systeme den Agent deploye, habe ich hier jetzt erstmal nur Windows als Standard hinterlegt, kann ich natürlich aber auch wieder überschreiben. So, von den Check-Kommandos, von den Intervallen her, die fehlen hier, die kann ich jetzt hier noch ergänzen, indem ich dann hier zum Beispiel sage, ich gebe hier das einfach an. Aktive Check-Ausführung machen wir natürlich ja. Passive Check-Ergebnisse wollen wir nicht. Benachrichtigungen senden können wir machen. Event-Händler nein. Performance-Daten verarbeiten ja. Sprunghaft nein. So, dann habe ich hier auch wieder diese Additional Properties, die blende ich einfach mal aus, die brauchen wir nicht. Clusterzone lasse ich leer. Wie gesagt, wenn ich es leer lasse, dann nimmt er automatisch den Master. Wenn ich ein Satellitensystem habe und mein Server innerhalb dieser Satellitenzone steht und vom Master beispielsweise nicht erreichbar ist, würde ich hier einfach die Satellitenzone auswählen. So, dann Issinger Agent ja, das heißt, ich installiere den Issinger 2 Agent hier drauf. Das heißt, wir nutzen auch das Agent Template, das heißt, wir wollen, dass es das als Agent erkannt wird. Wir möchten, dass er eine Verbindung herstellt, dass er die Konfiguration akzeptiert und gehen jetzt hier einfach mal auf Speichern. Und dann werden wir auch gleich sehen, dass sich hier unten jetzt dann die Config History, dass sich die noch ändert. Wenn ich jetzt auf Vorschau zum Beispiel klicke, dann sehe ich jetzt hier, wie mein Template momentan dann aussieht. Wenn ich jetzt auf den Generic Host zum Beispiel gehe, sehe ich das hier auch. Das heißt, ich habe hier sauber gleich alles ja, sauber definiert, sauber hinterlegt, wie es denn eben aussieht. Wenn ich jetzt auf so einen Host zum Beispiel gehe, dann habe ich die gleiche Vorschau. Ich habe dann mein Display Name, meine Host Address, mein Operating System und hier Import Generic Host, weil ich hier eben den Generic Host hinzugefügt habe. Das Ganze kann ich mir jetzt auch aufgelöst anzeigen. Das heißt, ich löse das Template Generic Host einfach auf und sehe hier gleich komplett, wie denn gerade was er mir hier zusammenbaut. Wenn ich mehrere Sachen hier reinlade, das kann man auch machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte den Agent jetzt noch hinzufügen, dann ist wichtig, in welcher Reihenfolge die hier stehen, weil dementsprechend wird dann die Konfiguration gebaut. Das heißt, ich sehe hier jetzt zum Beispiel was OS Linux etc. So, was ich jetzt natürlich noch machen kann, ist Folgendes. Ich kann jetzt eine Custom-Variable auch bauen, die es mir erlaubt, Daten anzuzeigen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine Datenliste bearbeiten. Das heißt, ich füge eine neue Liste hinzu und nenne diese Liste einfach mal boolsche Werte. Und dieser Liste boolsche Werte gebe ich jetzt mal zwei Parameter. Einmal true und einmal false. So. True, false. Prinzip ist, denke ich mal, jedem geläufig. Und jetzt möchte ich diese boolsche Werteliste, möchte ich jetzt ein Datenfeld definieren. Und dieses Datenfeld heißt Agent installed. Gibt dem Ganzen eine Überschrift. Issinger 2 Agent installiert. Gibt eine Beschreibung. Ist der Issinger 2 Agent auf dem System installiert? Das heißt, jeder, der dann später sich das Ding anschaut, sieht dann auch gleich, okay, es gibt einfach an, ob der Agent installiert ist oder nicht. Kann jetzt hier sagen, Datentyp, ich könnte Stringwert hinterlegen, dass man einfach nur Strings hinterlegen kann, dass man Booleans nur hinterlegen kann, etc. Ich hätte jetzt gerne aber eine Datenliste. Also wir können auch einen Boolwert nehmen, das ist egal. Ich nehme jetzt hier einfach eine Datenliste und wähle mir dann hier die Werteliste aus. So, dann haben wir das gemacht und jetzt gehe ich zurück zu meinen Hosts und gehe zum Beispiel meinen Issinger Agent und füge dem ein Feld hinzu. Und dieses Feld nenne ich jetzt, wie habe ich es genannt? Hier, Agent installed, das füge ich hinzu. Ich mache ein Pflichtfeld draus. Zack. Und vergebe hier einen Wert. Da kann ich hier zum Beispiel sagen, Agent installiert, true, jawohl, das passt. Dann gehe ich auf den Generic Host, füge hier auch ein Feld hinzu. Und dann nehmen wir hier Issinger Agent installed.
sage, mache auch ein Pflichtfeld wieder draus, Mandatory. Dann habe ich das jetzt hinterlegt. Ich sehe Bezeichnung, Isinger 2 Agent installiert, Agent installed. Man kann es auch klein schreiben, je nachdem, was da halt die Vorlieben dann sind. Und hier sehe ich jetzt halt, okay, false ist schon gesetzt. Gehe ich jetzt auf Speichern. So, jetzt wenn ich mir so einen Host angucke, SRV Isinger 2a zum Beispiel, und die Vorschau schaue, das Ganze auflöse, dann sehe ich hier, was Agent installed ist gleich false. Das heißt, der ist schon jetzt so gesetzt. Das heißt, dass es hier kein Agent ist. Jetzt kann ich mich natürlich, möchte ich natürlich, ich habe noch kein Agent, also kein System hinzugefügt in meinem Monitoring, wo der Agent installiert ist. Ich habe ein Demosystem von Windows vorbereitet. Das heißt, ich füge hier jetzt einfach einen Host hinzu. Sage Objekt, sage ich möchte den Agent natürlich importieren, weil auf dem Windows-System ein Agent läuft. Der Host heißt SRV-WinDemo, gebe den Display-Namen an, Windows-Demo-System, Host-Adresse ist diese hier, IPv6-Adresse lasse ich jetzt mal leer. Benutzerdefinierte Eigenschaften, hier ist es so, dass aus meinem Template, Isinger Agent, wird jetzt die Bereitschaft inkludiert, es wird der Agent installiert, wird inkludiert und das Betriebssystem wird inkludiert, in dem Fall Windows. Könnt ihr das hier natürlich auch überschreiben. Auf den Virtual Parameter gehe ich später nochmal kurz ein. Und die Additional Properties habe ich hier, die ignoriere ich jetzt einfach mal und gehe hier auf Hinzufügen. So, dann sagt er mir, den Host gibt es schon. Das ist sehr gut. Ah ja, Sekunde. Ach, den hatte ich schon angelegt. Okay, hatte ich schon angelegt. Also auf jeden Fall sieht man auch eine Fehlermeldung. Wenn ich Host doppelt anlege, wird natürlich mein Isinger hätte natürlich einen Fehlerstatus. Das heißt, so kann ich jetzt einfach sagen, okay, Host ist schon angelegt, das fängt der Director dann gleich ab. Kann hier auch auf die Vorschau wieder gehen, sehe, was er mir jetzt alles anlegt. Er legt mir hier auch einen Agent Endpoint dann an und eine Agent Zone. Das heißt, das ist ganz wichtig. Meine Zone und alles muss genauso heißen wie dieser Host dann immer, aber das macht mir der Director automatisch. Ich kann mir das Ganze aufgelöst anzeigen, dann sehe ich hier wieder das Template, das er mit reinlädt. Das habe ich dann auch gleich drin. Ich könnte mir jetzt die Historie anzeigen, dann sehe ich, ich habe den schon ein paar Mal angelegt und ein paar Mal gelöscht. Die Services könnte ich jetzt einen Service direkt draufpacken. Das mache ich jetzt nicht. Empfehlung ist immer, das über Apply-Regeln zu machen, dann ist es sauber steuerbar. Und der Agent-Tab, da wird es jetzt interessant, weil ich natürlich den Agent so konfigurieren muss, dass er mit dem Master sprechen kann oder mit dem Satelliten, je nachdem. Das heißt, ich muss ein SSL-Zertifikat generieren, ich muss ihm sagen, wo seine Endpunkte liegen. Für Linux gibt es hier die Kommandozeilenparameter, die ich mir einfach drauf kopiere. Das heißt, der Director zieht sich automatisch diesen Ticket-Request hier, das zeigt mir der Director an. Mit dem könnte ich jetzt ein gültiges Zertifikat erstellen. Das heißt, für Linux kopiere ich mir diese Parameter einfach in die Bash rein und dann ist mein Isinger Agent schon mal installiert und muss nur noch die Konfiguration dann anpassen. Für Windows gibt es auch ein PowerShell-Modul. Das PowerShell-Modul kann ich dann entweder als richtiges Modul auf mein Windows-System installieren und kann dann einfach eine Funktion aufrufen, die mir den Agent installiert, die mir den Agent updatet und natürlich auch gleich die Zertifikate sauber dann erstellt. Wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, eine Softwareverteilung zu nutzen, wie beispielsweise Puppet, kann ich auch die einfach dafür hinnehmen, um den Agent auszurollen. Wenn der Agent einmal ausgerollt ist und die Konfiguration akzeptiert, kann ich ihn auch komplett über den Director steuern und muss ihn gar nicht mehr anfassen. So, dann haben wir das jetzt hier angelegt. Wir sehen hier unten, wir haben jetzt zwei Änderungen momentan offen, die wir noch nicht deployed haben. Und jetzt möchte ich zum Beispiel einen zusätzlichen Service anlegen, wie zum Beispiel einen Ping-Check. Das ist was relativ Einfaches. Dazu möchte ich jetzt erstmal ein neues Kommando anlegen, damit man auch sieht, wie ein Kommando funktioniert. Das heißt, ich habe einerseits hier diese angepinnten. Das sind Kommandos, die schon von Isinger importiert wurden über die API. Und ich kann natürlich auch selber Kommandos dann hinzufügen. Das habe ich zum Beispiel bei Check MySQL Health gemacht. Da komme ich gleich nochmal drauf und mache jetzt erstmal ein komplett neues Kommando. Sage, ich möchte ein Objekt hinterlegen. Kommandotyp. Es ist ein Plugin-Check-Command. Könnte natürlich jetzt zum Beispiel ein Notification-Plugin sein, ein Event-Plugin sein, je nachdem. So, ich mache Notification. Nein, Plugin-Check-Command. Gebe dem ganzen Kommando einen Namen. Das wäre zum Beispiel ein Custom Ping, sage als Kommando, das ist dann das Check-Plugin, was auf der, was im Filesystem liegt, heißt Check-Ping. Timeout machen wir 2 Minuten und deaktiviert nein, das füge ich jetzt hinzu.
Wenn ich mir das Ganze in der Vorschau jetzt anschaue, dann sehe ich hier zum Beispiel Execute Plugin Check, Command Plugin Dir, Check Ping, Timeout 2 Minuten. Ich kann jetzt hier auch den Pfad zum Beispiel überschreiben. Wenn ich jetzt hier einen Pfad hätte bei Windows-Systemen, ist das interessant mit dem Windows Agent. Da ist es ja der NSCP-Pass. Das heißt, ich kann das hier auch folgendermaßen machen, indem ich sage NSCP-Pass plus Check Ping und das Ganze speichere. Dann würde ich mir diesen Wert jetzt hier überschreiben und würde jetzt in dem NSCP-Directory Checkping hier nehmen. Da ist es natürlich kein Checkping, sondern da ist es dann die NSCP.exe, ist das dann, glaube ich. Ich muss das dann noch einmal escapen, das Ganze. Das ist dann für Windows relevant, da muss ich es escapen und dann mache ich hier NSCP-Pass NSCP.exe und dann habe ich das Check-Command dann auch gleich drin. Also so kann ich das auch überschreiben. Steht auch hier in dieser netten kleinen Beschreibung dann drin, was man hier machen kann. Wenn ich es weglasse, dann ist das Plugin dir. Ganz wichtig, es muss immer ein großer Buchstabe sein. Wenn ich das hier mache, zum Beispiel, dann würde es nicht akzeptieren. Dann macht der Plugin dir plus NSCP-Exe. Wenn ich jetzt hier aber ein großes P hinmachen würde, dann würde es gehen. Das heißt, der erste Buchstabe muss immer groß sein, sprich Konstanten. So, das mache ich jetzt mal alles weg. Das nehmen wir jetzt mal Checkping hier einfach. So, das ist das, was wir letztlich machen wollen. So, dann haben wir eine Historie, das heißt, wir sehen hier alle Änderungen, die wir gemacht haben. Die hat der C. Stein gemacht. Wenn jetzt ein anderer User parallel daran Änderungen machen würde oder vorher oder nachher Änderungen macht, dann sieht man ganz genau, wer hat das Ganze geändert. Ich kann jetzt Felder definieren. Um Felder zu definieren, muss ich aber erstmal Argumente hinterlegen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich erstmal, es gibt keine Plugin-eigenen Makros. Das heißt, ich gehe hier auf Arguments und füge erstmal einen hinzu. Das Checkping-Kommando hat per Default, glaube ich, minus H. Nehme ich einfach eine Zeichenkette, gebe dem Ganzen einen Wert und sage jetzt hier zum Beispiel Dollar Custom Ping Address. Das habe ich hier auch schon mal gemacht. Gehe auf Position 0, dass er auf der ersten Position sein soll. Bedingungsformat Zeichenkette, Schlüssel wiederholen. Nein, benötigt. Ja. So, gehe ich auf Hinzufügen. Jetzt habe ich hier ein Argument, minus H, mit Custom Ping Address. Ich könnte hier natürlich diesen Wert auch komplett fix schon vergeben. Der Vorteil ist, wenn ich das so mache, Dollar, dann irgendeinen Wert, Dollar, ist das praktisch eine Variable, die ich auch widersetzen kann. Wenn ich jetzt nämlich auf Felder hier klicke, dann kann ich hier ein Feld auswählen und jetzt habe ich hier automatisch vorgeschlagene Felder. Die sagt er nämlich schon, dass die hat er erkannt. Das sind Argumente bzw. Makros, die es schon gibt, die ich nutzen kann. Kann das hier auswählen und sage zum Beispiel Mandatory, dass es ein Pflichtfeld ist. Jetzt habe ich hier Ping Address, Custom Ping Address, Mandatory und habe das gesetzt. Wenn ich mir jetzt die Vorschau anschaue, dann sehe ich hier, was er macht. Ich habe einen Parameter minus H mit einer Order, repeat false, required true, weil ich natürlich bei Checkping muss ich natürlich irgendeine Adresse angeben und value ist custom ping address. So, jetzt kann ich natürlich, hier habe ich gesagt mandatory, was bedeutet, dass er das hier auch mandatory macht. Das heißt, ich hier jetzt einen Wert vergeben muss. Bei einer Ping-Adresse macht es natürlich Sinn, wenn ich hier einfach sage, Check Address. Das heißt, ich kann hier auch dann die Isinger Internas verwenden, kann sagen, ich möchte, dass er den Check Address Parameter hier nimmt, gehe auf Speichern und wenn ich mir das Ganze in der Vorschau jetzt anschaue, dann setzt er hier auch gleich den Default Wert Check Address. Das heißt, sobald ich dem Host eine IP-Adresse zuweise, wird er automatisch gleich die Custom Ping Address mit einem Wert belegen und dann wird das beim der Check-Ausführung auch hergenommen. Ich habe noch einen kleinen Check gebaut, das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Check MySQL. Also das sind die Grundlagen, wie ich jetzt so ein Kommando, eigenes Kommando anlege. Ich habe mal den Check MySQL Health, habe ich mal vor einer gewissen Zeit angelegt, um einfach mal hier die Datenbanken hier lokal zu überwachen auf meinem kleinen Demosystem. Das heißt, ich nutze hier das Check MySQL Health Plugin mit den ganzen Parametern, die es gibt. Und ich habe natürlich bei Mode verschiedene Values, die mir das Plugin bereitstellt. Wer die alle auswendig weiß, herzlichen Glückwunsch, ich kann mir nicht mal eins davon merken. Habe hier auch entsprechende Felder definiert und hier zum Beispiel auch das Feld MySQL Mode mit den ganzen Parametern. Das heißt, die kann ich auch alle sauber letztlich dann schreiben und hernehmen. Habe hier auch meine ganzen Argumente, die es eben dann gibt. Das heißt, da habe ich das Plugin 1 zu 1 so nachgebaut. Wenn ich jetzt natürlich, ich habe gesagt, ich kann mir diese ganzen Modes nicht merken, das wird sich auch nur jemand, der sich nicht intensiv mit MySQL beschäftigt, beziehungsweise mit dem Check-Plugin beschäftigt, wird die auch nicht kennen. Drum habe ich etwas relativ Einfaches gemacht. Das kann ich hier jetzt mal bauen.
Und zwar möchte ich zum Beispiel auf meinen Systemen, also hier sehe ich jetzt alle Kommandos, die ich definiert habe. Und hier müsste es jetzt irgendwo ein Plugin geben, MySQL Health. Das habe ich hier schon mal angelegt. Ich füge jetzt einfach nochmal eins hinzu und sage, importiere MySQL Health. Also das Kommando MySQL Health importiere ich mir. Hier gebe ich dann den Namen und sage zum Beispiel, was gibt es denn alles? Custom MySQL Check. So. Deaktiviert ist es nein. Ich möchte es ja ausführen und sage Assignment Rules, assign where. Da kann ich jetzt zum Beispiel Custom-Variablen wieder angeben und kann dann sagen, okay, wir haben Server, bei denen schon Datenbank-Custom-Variablen hinterlegt sind, darum zeigen wir die hier an. Hier ist ganz wichtig, diese benutzerdefinierten Variablen werden nur angezeigt, wenn sie auf irgendeinem Host schon gesetzt sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Feld anlege, wie diesen Agent Installed, was ich vorhin angelegt hatte, und hätte den noch nirgendwo gesetzt auf True oder False, dann würde er ihn mir hier nicht anzeigen. Das heißt, hier werden wirklich nur Objekte oder Custom-Variablen angezeigt, die es schon gibt. Jetzt sage ich hier zum Beispiel Databases und ich möchte, dass das auf alle applied, wo Database gleich MySQL ist, weil es natürlich auch ein MySQL-Check ist. Dann haben wir kommandospezifische benutzerdefinierte Variablen. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel den kritischen Wert, den setze ich jetzt einfach mal auf 60, auf irgendeinen Wert. Ich habe da keine Ahnung, was da vernünftige Werte sind beim Monitoring. Check MySQL Health Database, nehme ich die Issinger 2 eigene Datenbank, Check Address. Erbt es sich jetzt vom Check-Kommando, das heißt, die könnte ich jetzt natürlich auch dann ändern. In dem Fall nehme ich natürlich die Adresse, weil ich natürlich mal die von meinem MySQL-Host gerne hätte. Dann das Passwort setze ich dann hier und den Benutzernamen, dass man sich zur Datenbank verbinden kann. Und jetzt kommt das, was ich meine mit Check MySQL Health Mode. Hier kann ich jetzt nämlich sagen, please choose. Ich habe ja vorhin diese boolsche Werteliste angelegt mit True oder False. Das kann ich hier genauso machen. Allerdings habe ich hier keine True oder False Werte, sondern ich habe wirklich alle Parameter mir selber jetzt reingeschrieben hier, die es von diesem Plugin gibt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Table Cache Hit Rate, Threads Cache, Threads Connected und kann hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte alle Threads, die connected sind, möchte ich ausgegeben haben und sage zum Beispiel, kritisch ist 5, normal ist 2. Ich habe keine Ahnung, wie die Werte hier normalerweise dann sind, was hier vernünftige Werte sind. Ist ja auch nur jetzt mal zu Demonstrationszwecken. Und jetzt sage ich hier einfach dann hinzufügen. Und jetzt habe ich einen neuen Service hinzugefügt. Das hier drüben wird sich gleich aktualisieren. Hat sie schon Custom MySQL Health Check. Den können wir jetzt natürlich umbenennen, nachdem wir wissen, was wir checken. Sagen wir MySQL hoch. Wollte ich gar nicht. MySQL Check Connected Threads. So, dann haben wir das jetzt hier gleich drin. Gehen wir wieder auf Speichern, dass wir einen vernünftigen Namen haben. Und jetzt sehen wir schon, wir haben sehr viele Änderungen gemacht. Das heißt, die Zahl hier ist auch deutlich höher als vorher und haben das jetzt einfach dann haben das jetzt hinterlegt. Ich kann hier natürlich auch Ignore-Regeln machen. Das habe ich hier zum Beispiel gemacht. Hier habe ich gesagt, ich möchte einen Dummy-Check und den Dummy-Check soll er mir auf alle Betriebssysteme assignen, die Linux True haben. Die OS Operating System Windows haben, sollen ignoriert werden. Und hier habe ich noch irgendwas gemacht, wo ich nicht weiß, was das hier ist. Das können wir, glaube ich, löschen. Das war, glaube ich, mal ein Test von mir einfach. Das heißt, hier können wir einfach speichern gehen, dann müsste das jetzt weg sein. Genau. So, das müsst ihr hier oben dann auch haben. Ich habe da, glaube ich, eine Variable drin gehabt, die ich gelöscht hatte irgendwann, weil ich sie nicht mehr gebraucht habe. Packen wir hier einfach raus. Und dann ist die auch weg. So. Okay. So, dann haben wir das jetzt, dann war das hier jetzt sauber. Ich habe eine Custom-Variable, glaube ich, gelöscht gehabt, darum gibt es die hier nicht mehr. So, jetzt haben wir das. Jetzt könnten wir ein Deployment machen und dann haben wir auch unsere Änderungen gleich live. Da gehe ich hier auf Config History, Deployments, Konfiguration erstellen. Dann kann ich hier auf dem Master ausbringen, drücke ich drauf. Dann fängt er an loszulaufen. Wenn jetzt alles gut läuft, dann ist meine Konfiguration valide. Das heißt, ich habe keinen Fehler drin. Gelungen.
Ich sehe hier jetzt das komplette Log. Das heißt, was hat Isinga gemacht? Also das, wenn man Isinga Daemon minus 10 macht zum Beispiel, wäre das gleiche hier. Wenn ein Fehler hier auftreten sollte, dann würde er die Konfiguration zurückspielen. Das heißt, er würde gar nichts machen. Er würde die Konfiguration dann einfach in dem Zusammenhang ignorieren. Würde weitermachen. Ich habe Zeit, die Fehler zu beheben und kann dann ja, weitermachen. So, jetzt ist auch die Zahl hier weg. Wenn ich jetzt auf die Übersicht zurückgehe zum Beispiel, dann müsste ich jetzt hier unter meiner Datenbank MariaDB, genau, habe ich jetzt den MySQL Connected Threads, da kann ich jetzt hier überprüfen klicken und dann habe ich hier auch, okay, zwei Clients sind momentan zur Datenbank verbunden. Okay, funktioniert hervorragend und habe jetzt hier meine Checks dann drin. Jetzt kann ich natürlich das Ganze auch noch ein bisschen aufbohren, indem ich dann zum Beispiel sage, ich möchte Benachrichtigungen hier anlegen, das habe ich hier schon mal gemacht. Ich habe ein Mail-Alerting-Command hinterlegt, ich kann sagen, zu welchem Start hier soll die Alarmierung gehen, dass ich natürlich auch alarmiert werde, kann mir das Ganze auch anzeigen lassen, wie es eben ausschaut, Intervall 5 Minuten für Critical und Down und nur bei Problemen soll alarmieren mit einem Mail-Kommando und das Mail-Kommando habe ich mir auch hier unter Kommandos angelegt, das heißt, wenn ich jetzt hier auf Mail zum Beispiel gehe, dann sehe ich hier Host by E-Mail, Notification Plugin Command, Kommandoname, Kommando, Host by E-Mail. Ich weiß nicht, ob das so heißt, muss halt dann da liegen, Host by E-Mail und dann kann ich das auch nutzen. Kann hier jetzt auch wieder natürlich Felder dann draufpacken, je nachdem, wie ich das Ganze eben haben möchte. Das heißt, hier können jetzt Felder drauf, dann habe ich bei dem Mail-Kommando auch dann Felder hinterlegt. So, dann haben wir das soweit hinterlegt und dann können wir jetzt, sage ich mal, ja, wir haben übrigens das Windows-System, das kann ich mal ganz kurz zeigen. Hosts, wir haben hier das Windows-System und hier laufen auch schön brav die Checks. Wir haben hier noch zwei Services, Windows Service Okay, Windows Service Warning. Die zeige ich dann gleich noch, wo die dann herkommen, beziehungsweise was das für einen Sinn hat. Wir sind auch hier, wir haben den Disk-Check zum Beispiel. Das heißt, das läuft hier alles dann lokal. Hier habe ich noch einen Fehler in meinem Plugin drin, einfach in meinem Plugin und meinem Check-Command einfach. Aber das sieht man dann auch, dass das auch sauber funktioniert. Dass er das Kommando ist in S-Clients-Checks, die dann hier noch laufen lokal. Das heißt, der Async-Agent führt lokal in den S-Client aus, um dann die Performance-Counter dann zu alarmieren. Da sind die Parameter falsch. Ich könnte hier jetzt aber zum Beispiel sagen, Check PDH, Processor Time, Total Processor Time, so soll das dann umbenennen. Das ist auch ganz wichtig. Ich kann mit dem NS-Client, darum bin ich mal drauf gegangen, wenn ich das hier zum Beispiel in Graphite integrieren möchte, geht das nicht, weil ich die Zeichen nicht auf die, auf das Filesystem geschrieben bekomme. Ich kann aber mit dem Parameter Perf-Syntax, kann ich die, den Counter umschreiben zur Laufzeit. Das heißt, der heißt dann Total Processor Time und würde dann so beispielsweise auch im Graphite angezeigt werden. Das nur nochmal dazu Vollständigkeit halber. Was ich jetzt natürlich noch machen kann, ist, dass ich mir Daten aus externen Datenquellen hinterlege. Das heißt, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt mit den Sync-Rules, dass ich hier entsprechende ja, Host-Objekte zum Beispiel mir importieren kann. Das geht wie folgt, ich habe das schon mal vorbereitet. Wir haben den Punkt Automation. Ich habe eine kleine Demo-Database angelegt. Diese Demo-Database heißt Demo-Database, ist der Quellentyp SQL. Hat einen Schlüssel, die Schlüsselspaltenname Hostname, das heißt, das ist mein Primary Key in dem Zusammenhang, Ressourcenname ist die CMDB und hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Datenbank-Query, die mir Hostname, die IP, das Variablen, das Operating System als Operating System hinterlegt, das heißt, ich habe hier zwei Tabellen, einmal Hostlist, einmal Hostvars. Und habe in den Hosts dann alle meine Hosts mit IP-Adresse und Hostname hinterlegt und eine zweite Tabelle, in der dann die Host-ID hinterlegt ist, für welchen Hosts die Variablen gelten, habe dann Custom-Variablen, den Namen und Werte hinterlegt. Ich muss das Ganze entsprechend gruppieren, damit ich in keine Duplicate-Key Falle reintappe, weil Hostnamen natürlich unique sein müssen in dem Zusammenhang. Das heißt, wenn ich jetzt bei MySQL die Query mit einem Left Join normal ausführen würde,
Ich kann mir über Vorschau einfach klicken und sieht man auch, was passiert. Wenn ich die jetzt einfach ausführen würde und ich habe hier zum Beispiel den Server Linux 3, der hat als Betriebssystem Linux und als Datenbank MySQL hinterlegt. Wenn ich diese Query jetzt normal ausführen würde, ohne diese Gruppierung mit OS und Datenbank, dann hätte ich den hier zweimal drin, den Server Linux 3, was bedeuten würde, dass ich ein Duplicate Key Entry habe und dann würde mir der Director einen Fehler schmeißen. Man sieht auch, ich habe die Host Groups hier hinterlegt. Die Host Groups sind hier jetzt als Array definiert. Das kann man wie folgt machen. Die sind einfach in der Datenbank Komma getrennt hinterlegt und habe hier Modifikatoren für Host Groups. Habe den Modifikator Split mit einem Komma. Das heißt, ich habe dann dadurch die Möglichkeit, die Daten zu splitten einfach und dann werden die mir sauber dann so als Array dargestellt. So, und jetzt möchte ich die Daten natürlich importieren. Das heißt, ich führe das Ganze jetzt einmal aus. Dann sagt er mir Import Lauf, Import Succeeded. Das heißt, jetzt habe ich die Daten in meiner Director-Datenbank hinterlegt und kann anfangen, mit diesen Daten zu arbeiten. Das heißt, ich gehe hier nochmal auf den Bereich Automation und suche mir die Synchronisationsregeln raus. Hier ist momentan noch ein Fehler drin, da ist schon ein Issue offen dazu. Der Fehler bedeutet eigentlich gar nichts. Das Problem ist einfach, der Fehler ist unbegründet. Da ist ein Fehler da, aber er läuft trotzdem. Da ist schon ein Issue dazu offen. Wenn ich jetzt mal draufklicke, sehe ich hier, meine Regel heißt Import Demo Content. Ich möchte Host-Objekte erstellen. Ich möchte alle Hosts ersetzen, die es schon gibt. Bereinigen ist ganz wichtig, auf Nein stellen. Wenn hier Bereinigen Ja steht, dann schmeißt der alles weg. Das heißt, die komplette Konfiguration, also alles, was dann in meinem Isinga drin ist, im Director, wird gelöscht, sprich gepurged. Im Englischen heißt das hier Purge. Da ist noch ein Feature-Request offen, dass bei Ja nur die eigenen Import- bzw. Synchronisationsregeln gelöscht werden. Empfehlung ist, das auf Nein zu stellen. Außer mir ist es egal, dass wenn ich sage, ich habe eine Importquelle, ich ziehe mir nur die Daten aus dieser Quelle rein, mache keine manuelle Änderung von meinen Host-Objekten beispielsweise, dann kann ich auch Purge gar machen, dann läuft der Run jedes Mal neu und schmeißt die Daten dann weg. Und dann werden sie wieder hinzugefügt. Also Empfehlung ist, wenn man sich nicht sicher ist, am besten mit Nein arbeiten. Wenn ich jetzt auf Eigenschaften gehe, dann sehe ich schon, okay, ich habe ein bisschen was hinterlegt. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe hier jetzt zum Beispiel meine Demo-Database, das ist die Quelle, aus der ich das ziehe. Das heißt, ich kann hier auch mehrere Quellen dann angeben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eine Quelle haben für meine Hosts, eine Datenbank für meine Custom-Variablen. Das ist vollkommen egal. Ich muss es nur irgendwie sauber zuordnen können und habe hier jetzt zum Beispiel als Quellenfeld Hostname und das Ziel ist mein Objectname. Das heißt, ich kann hier einfach eine neue Regel hinzufügen, sage Quellenname, wähle ich Demo-Databases aus, gehe aufs Zielfeld und sage zum Beispiel vielleicht, keine Ahnung, das Checkintervall und kann dann sagen, Quellspalte, wenn ich jetzt hier das Checkintervall in der Datenbank hinterlegt hätte, dann könnte ich das hier jetzt auswählen. Habe ich jetzt hier nicht. Ich kann aber zum Beispiel einen benutzerdefinierten Ausdruck machen, dass ich sage, mein Checkintervall sind zum Beispiel, keine Ahnung, 120 Sekunden. Das kann ich jetzt so setzen. Ich kann hier auch zum Beispiel sagen, habe ich auch gemacht, eine Custom-Variable setzen, die heißt Director Import. Der Quellenausdruck ist dann True. Weil es ein Director Import ist, dann kann man entsprechende Filterregeln noch bauen und die Zusammenführungsrichtlinie wäre Replace. Das heißt, wenn ich ein Host-Objekt habe, was diese Variable schon gesetzt hat, dann soll er sie einfach mit dem Wert hier ersetzen. Das gleiche geht zum Beispiel mit dem Check-Command. Da habe ich auch hier ein Check-Command ausgewählt und forciere einfach Host Alive zum Beispiel. Das heißt, da bin ich relativ flexibel in dem Zusammenhang, was ich hier dann mache, was ich für Werte hernehme. Habe das hier jetzt alles hinterlegt. Habe hier zum Beispiel was Database, das ist eine benutzerdefinierte Variable. Und hier habe ich zum Beispiel eine Custom-Variable Database hinterlegt und aber als Quellspalte dann die Datenbank, weil wir erinnern uns, ich habe hier MySQL angegeben als DB, habe ich praktisch verschiedene Datenbanktypen. Da steht unter anderem auch MySQL dann drin. So, wenn ich jetzt damit fertig bin, dann gehe ich nochmal auf diese Synchronisierungsregel zurück, schaue, ob alles passt, ob hier bereinigen steht jetzt ja, da gehe ich natürlich auf nein, habe ich vergessen nämlich zu speichern. Und dann sehe ich hier, okay, ich habe meinen Import-Demo-Content und da gehe ich auf Aktionen jetzt einfach auf Run. Und dann sehe ich, okay, er hat 7 Objekte, hat er jetzt erstellt, 0 hat er modified und 0 hat er deleted. Man sieht, ich habe schon ein paar Testruns gemacht und jetzt, wenn ich hier wieder auf Hosts gehe, dann sehe ich auch hier die ganzen Hosts, die ich jetzt gerade importiert habe. Wenn ich jetzt auf einmal drauf gucke,
gucke, dann sehe ich zum Beispiel Operating System Windows, Isinger Agent installiert, ist false, weil ich den Generic Host hier standardmäßig hinterlegt habe. Das kann ich natürlich jetzt nachträglich noch ändern. Ich kann es natürlich auch beim Import dann noch anpassen. Ich habe hier zum Beispiel dann noch irgendwo jetzt die Datenbank, das müsste hier sein, genau, Datenbanken. MySQL habe ich hier zum Beispiel noch definiert. Das heißt, hier habe ich jetzt diese Daten einfach sauber hinterlegt. So, und jetzt, wenn ich das Ganze deploye, die gesamte Konfiguration, dann wird man auch sehen, dass auch diese Datenbank-Checks zum Beispiel beim Dreier auch gleich applied, weil dadurch, dass ich diese Apply-Regeln habe mit den Custom-Variablen, funktioniert das alles sehr, sehr gut. So, Konfiguration ist sauber durchgelaufen. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück auf Hosts. Dann sehe ich hier unten, ich habe meine Monitoring-Daten schon drin. Ich wähle den Host hier mal aus, gehe auf Services und sehe, ich habe jetzt hier die MySQL Table Cache Hitrate und die MySQL Connection Checks auch gleich mit drin, weil ich die natürlich alles über Apply-Regeln gebaut habe. Jetzt gehe ich hier nochmal auf Jetzt prüfen, dann führt es auch gleich auf. Dann sehe ich hier ein kleines momentan connected. Den Check hier ist einfach ein Dummy-Check, der gibt einfach immer critical aus. Da habe ich einfach ein paar Checks gebaut, um ein paar Sachen einzustellen. Das sehe ich nämlich hier, wenn ich jetzt auf den Director gehe, auf Services, dann habe ich hier irgendwo den Dummy-Check. Genau, haben wir hier. Da habe ich zum Beispiel gesagt, er soll den Dummy-Check auf alle Linux-Systeme applyen und auf alle Windows-Systeme applyen, Linux-Systeme ignorieren. Da gibt es auch irgendwo einen, wo dann das Windows-System true ist. Genau, hier assign where Windows, ignore where Linux. Das heißt, hier kann ich auch sauber das Ganze deployen dann und habe da kein Problem und habe da echt kein Problem mehr. Wenn ich jetzt merken sollte, dass ich einen Fehler meiner Konfiguration habe, dass ich zwar einen Import gemacht habe, das heißt, man sieht hier, ich habe jetzt die ganzen Hosts drin, jetzt habe ich aber irgendwo einen Fehler drin, jetzt hat es mir irgendwas zerlegt, ich habe vielleicht mit meinem Import einen Purge gemacht, habe die Daten alle weggeschmissen, habe aus Versehen Deployment gemacht und jetzt bin ich praktisch blind, jetzt habe ich keine Daten mehr im Monitoring drin, kann ich natürlich das relativ einfach wieder beheben, indem ich hier zum Beispiel sage Config History, Deployments. Und dann weiß ich zum Beispiel, okay, dieser Deployment hier ist der letzte, der funktioniert hat. Und gehe hier drauf, Konfiguration und sage, jetzt erneut ausbringen. Dann fängt er an, diese Konfiguration zu deployen. Hier taucht jetzt gleich wieder meine Änderungsliste auf, weil der Director jetzt erkennt, ich habe den Stand hier deployed, habe aber diese Anzahl an Änderungen. Das heißt, die sind noch nicht deployed. Genau, es sind 7 Änderungen, die was wir vorhin auch hatten. Und wenn ich jetzt hier auf Hosts wieder gehe, dann sehe ich hier, sind die Hosts alle noch drin. Das heißt, ich könnte jetzt gegebenenfalls Konfigurationen anpassen, ändern etc. Und bei meiner Übersicht habe ich aber die Hosts nicht mehr drin. Das heißt, so habe ich jetzt sauber dann die Konfigurationen wegdeployed und habe hier die Daten dann auch nicht mehr in meinem Monitoring-System drinstehen und kann jetzt mich darum kümmern, die Konfiguration zu beheben und anschließend dann nochmal neu auszurollen. Gut, das wäre es jetzt auch eigentlich vom Thema, ach ja, Jobs haben wir noch, da Jobs wollte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Ich kann das Ganze auch ein Stück weit automatisieren, indem ich hier Jobs anlege. Das habe ich hier mal gemacht. Ich habe einen Job angelegt, der mir Daten aus der Demo-Datenbank hinterlegt. Die Jobs sind momentan deaktiviert. Per Default laufen sie alle 3600 Sekunden. Und habe hier einfach gesagt, dass er mir die Konfiguration, dass er deaktiviert ist. Ich kann ihm hier sagen, was er machen soll bei Job Type. Das ist Config, Housekeeping, Import und Sync. Hier haben wir einen Import-Job, der mir die Daten aus meiner Import-Datenbank, aus meiner Demo-Database-Datenbank dann importiert. Import ausführen, ja, dass das natürlich auch dann letztlich macht. Ich habe einen Job, der mir die Daten dann gleich synkt. Das heißt, alles, was in der Import-Datenbank drin ist, soll er mir auch gleich synken dann in den Director rein. Habe das auch deaktiviert, damit es nicht per Default läuft. Ansonsten würde es automatisiert komplett laufen. Das heißt, wenn ich Puppet Deployments mache und hier dann eingebe, zum Beispiel alle 60 Sekunden soll das Ganze laufen, dann würde er alle 60 Sekunden sich gegen die Puppet DB verbinden, würde Daten importieren, das Ganze synken und je nachdem, ob ich das Ganze automatisiert dann gleich rendern will, kann ich hier sagen Jobtype Config und kann das Ganze auch dann gleich automatisiert rendern. Das heißt, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Der Director baut einfach die Isinger-Konfiguration komplett automatisch. Wenn ich das nicht möchte, setze ich es einfach auf Nein, beziehungsweise mache einfach diesen Render-Config-Job dann automatisch. Also das ist, wie gesagt, bleibt jedem selbst überlassen. Wenn ich das jetzt hier
auf Nein setze zum Beispiel und sage, Run-Intervall ist 10 Sekunden, dann würde er jetzt alle 10 Sekunden diesen Run ausführen. Das heißt, man würde jetzt hier auch gleich sehen, da ich Änderungen jetzt drin habe, dass hier auch dann gleich meine Hosts auch reinfliegen werden, dass er automatisch dann eben diese Konfiguration dann deployt. Gut. Das wäre es jetzt soweit eigentlich dann mit dem Director-Webinar. Ich habe das hier jetzt im Nachgang nochmal aufgenommen, weil die initiale Aufnahme hat es mir leider zerlegt. Das heißt, ich habe da viele, viele Fragen dann noch beantwortet. Wenn Unklarheiten sein sollten, natürlich gerne Kontakt mit uns aufnehmen an info@netways.de oder sales@netways.de. Dann stehen wir natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Es wird für den Director, wird es Anfang nächster Woche einen Release geben dann. Das heißt, das ist dann die Version 1.1. Der soll Anfang nächster Woche kommen und ja, wenn noch was sein sollte, gerne gerne Fragen stellen etc. Ich hoffe, ich habe jetzt alles was ich im Webinar gezeigt habe, auch hier nachträglich nochmal einfach präsentiert. Der Hauptpunkt war natürlich das Thema SQL, Sync Rules etc. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und man sieht sich dann hoffentlich in einem anderen Webinar beziehungsweise auch ja, vielleicht auch verschiedenen Konferenzen beziehungsweise auch mal auf dem Issinger Camp. Dann wünsche ich auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.